Man sollte vielleicht auch mit hinstellen, ne? Danke für die Likes und die Barren, Leute. Wir müssen gerade nebenbei was am Einstellen, deswegen. Ja. Bin ich ein wenig am Rumschwanken gerade. Kannst du überhaupt noch stehen? Ich bin gerade aufgestanden und weggegangen und wieder gekommen. Nur weil du nicht laufen kannst, heißt das nicht, dass andere nicht laufen können. Danke für 100 Ba- Jana. Oh Mann. Danke für die 4 Likes. Leute, die meinen Twitch-Account, nicht auf meinem Twitch, für die Leute, die auf meinem Speak sind übrigens, wenn ihr mich in meinem Drache ist Live-Raum seht, da könnt ihr mal draufklicken, auf Twitch oder auf Juno, dann wisst ihr immer, wo ich gerade bin, weil da steht immer, wenn ich dann streame, gerade hier. Wobei ich das gerade nochmal ändere, Moment. Gerade hier online heißt jetzt, verdammt. Letztes für. Genau. Mein Drache-Account, mein Twitch-Account, mein Twitch. Das habe ich alles. Mein Teamspeak heißt übrigens Drachenlord 1510 at Quatsch. Punkt Drachenlord 1510 Punkt Speak.com. Ne, DE, Entschuldigung, das ist eine DE-Seite. Nur für die Leute, die mal Lust haben. Man kreist der Phönix gar nicht, wenn solche Arschlöcher wie du weiter hier Scheiße bauen. Solange solche Arschlöcher wie du hier weiter Scheiße bauen, werde ich nur noch Gameplay machen. Lern es endlich. Du hast verloren. Du hattest es an dem Tag, an dem du angefangen hast, mich zu haten. Kindergarten. Kannst du es bitte wiederholen? Meinst du den Teamspeak? Das ist dort 1510 teamspeak.de. Im Prinzip Drachenlord 1510.teamspeak.de. Ganz einfach. Steht übrigens auch im Banner. Also in meinem Teamspeak Banner. Ist genau der Link auch. Ist zumindest so eingestellt. Ihr könnt auch über die Namen-URL reingehen, aber ihr müsstet mich auch so, ihr müsstet so reinkommen. Müsste beides gehen. Also die Zahn-ID, aber ich glaube, die braucht ihr gar nicht. Kommt auch so rein. Jetzt wird er austrocknen. Ich habe bereits geschafft, wie es ausschaut. Es sind nur noch so vereinzelte Pfosten wie du, die hier Kindergarten abziehen. Aber dann ist es auch noch. Und wenn nicht, hast du mein Mitleid. Das ist das Lied. Boah, das ist so ein geiles Klavier. Was ist das hier? Das ist ein Mix, oder?
Ah, machen wir mal das. Ein ziemlich gutes Lied. Was war zuerst da? Rainer oder die Hater? Die Hater. Weil es immer Menschen gibt, die andere Menschen unterkriegen lassen, unterkriegen wollen, fertig machen wollen, irgendeine Scheiße abziehen wollen. Es gibt zuerst Hater. Gibt auch mehrere Antworten dazu. Ein Scheiß hat keinen Anfang. Bleib stark, Rainer. Ich war nie schwach. Die Frage ist nur, wie man Stärke definiert. Wisst ihr? Nein, nicht Drache unbesiegt. Drache unbesiegbar. Warum ärgern dich alle? Weil sie krank im Kopf sind, ihren Hirnschaden haben, aber sie selber nicht begreifen, dass sie einen Hirnschaden haben und deswegen versuchen sie ihr bemitteltes Leben, was absoluter Bullshit ist, absolut, die gehören in die Klapse. Der Großteil von solchen Leuten gehört in die Klapse, ernsthaft. Aber weil die das nicht verstehen, weil die ihren Hirnschaden haben, kommen sie lieber zu mir und machen hier Scheiße. Leider gibt es keine Menschen, die diesen Menschen helfen. Absolut neidisch auf Rainer. Niemand hat behauptet, dass du neidisch bist. Ich zumindest nicht. Ich sag nur, dass du lächerlich bist, dass die Scheiße, die du abziehst, lächerlich ist und dass du hirnkrank bist. Ich hab dich oft geblockt. Wie? 200 Mal? 300 Mal? Ich hab gar nicht mehr, ich zähl schon gar nicht mehr mit. Und du nennst das nicht krank? Wenn das nicht krank ist, dann weiß ich nicht, was krank ist. Kritik ist auch Hate. Nein, Kritik ist Kritik. Die Frage ist aber, wie man die Kritik rüberbringt. Wenn man die Kritik rüberbringt, ey du Arschloch, machst nur Scheiße, dann ist es keine Kritik, dann ist es eine Aussage. Und das ist dann einfach nur Haten. Wir können gerne 1000 Mal machen. Ist vorbei. Du hast es nur noch immer nicht gerafft. Gedrohlt wird nicht. Wer droht, fliegt. Na dann droll mal weiter, denn Trollen ist was anderes wie Drollen. Aber du bist Grammatik gelernt bei Yoda, du hast. Bei Rechtschreibung bei Yoda, du hast. Was hast du gemacht? Genommen, vor allem. Ich habe heute Overwatch kommt noch. Overwatch muss ich noch machen. Ich habe heute aufgenommen Last Moon, zwei Parts. Ich habe aufgenommen Shellshock. Ich habe aufgenommen Dead by Daylight. Ich habe aufgenommen die letzte Folge von The Witcher. Kommt keine Folge mehr, also nur noch Folge 5 und dann war's das. Da erkläre ich auch, dass ich aufhöre, warum ich aufhöre mit The Witcher. Sind halt nur 5 Parts geworden. Eure eigene Schuld. Ich habe gesagt, wer will, sagt ja. Wer nein, sagt nein. Und dementsprechend feiere ich auch. Alles hat getan. Irgendwas habe ich noch aufgenommen. Naja, das ist fast, aber das reicht auch. The Witcher Stunde, fast eine Dreiviertelstunde, Zelda, Zelda habe ich gar nicht aufgenommen, Quatsch, Entschuldigung. Halbe Stunde Shellshock, halbe Stunde Dead by Daylight und 2 Stunden Harvest Moon, das glaube ich. Das sind 3 bis 5 Stunden Aufnahme heute. Nebenbei rendert der Rechner, Laptop. Dann kommen momentan Zelda Parts, Harvest Moon Parts. Ein neues Projekt, was nur 5 Parts werden, das müsste dann später auch noch hochladen. Ich habe heute noch mehr als genug Möglichkeiten. Also kommt auf jeden Fall viel zusammen.
Danke für die 100 Barren. Du kennst doch den Text doch gar nicht. Du kennst den Text gar nicht. Stimmt? Kenn ich. Das hindert mich nicht daran mitzusingen, warum auch? Ich habe kein Lied. Ich habe verschiedene Lieblingsbands, verschiedene Lieblingskünstler, verschiedene Lieder von denen, die mir besonders gut gefallen. Aber ein bestimmtes Lieblingslied gibt es für mich nicht. Dafür ist die Musik zu groß und zu gewaltig. Man kann sich nicht ein Lied suchen. Warum schreibt ihr jetzt Lülü? Wann habe ich gelogen? Was habe ich heute gelogen? Danke für die 1000 Barren übrigens. Und die 50 Likes. Was habe ich gelogen? Du sagtest, ich kenne den Text nicht. Ich sagte, ja, ich kenne den Text nicht. 1000 Barren, danke schön dafür. Niemand hat gesagt, dass ich den Text kennen muss, um zu singen. Und ich singe dann nicht einmal. Das ist der nächste Witz eigentlich. Wir können aber anders machen. Da kenne ich den nämlich. Hey Drache, alles schick. Geht schon. Da fällt mir auf, es ist jemand gestorben, ne? Habe ich heute gemerkt. Ein Joa. Danke für 400 Likes. Du hast doch Geschmacksförderung. Nennst du dich absichtlich Kuchenkind? Also das nenne ich Geschmacksförderung. Projekt Freeze kommt nicht, solange ich so Scheiße abzieht. Die Leute, die auch meinen, du gehst garantiert gleich wieder, du machst bestimmt bald wieder deinen Hauptkanal, wenn du das Kind hast. Ganz ehrlich, da gehe ich lieber arbeiten, bevor ich mir solchen Kaschmann wie euch jedes Mal abgibt, die sich dann nur aufregen über jeden Kindergarten. Ach, das ist ein Text. Bisselle kenne ich ihn. Wie gesagt, ich kenne ihn gar nicht. Listen to your heart. Danke, Jana. Du lügst. Was habe ich denn gelogen? Hä? Huh? Erklär mir doch mal ganz detailliert, welche Lüge ich gemacht habe. Kann nicht, habe ich mir gedacht. Okay, dann eben nicht, Schautdrache. Was denn? Danke für die 1000 Barren. Bist du wieder öfter hier? Weiß ich noch nicht. Du sagst nur, ich lüge, aber der hier nur Scheiße verzapft, bist doch du. Also sag mir doch mal, du lügst, richtig, du lügst. Weil ich hab nämlich, wo habe ich heute gelogen? Was habe ich gelogen? Erklär's mir, du Angeber. Du hast so eine große Fresse, ist nichts dahinter. Das gilt für Drool schon seitdem. Und für Regenbogen schafft das recht. Sagen, ich bin der Assi. Nee, du lügst. Sag ich doch, du lügst. Mensch. Bevor du nicht begreifst, wie man schreibt, damit ich das richtig lese, lese ich es so, schreibst. Also, du lügst. Steht da. Das steht da. Rainer lügt. Dann erklär's mir doch, du Loser. Ich lüge. Bei was?
Außerdem ging die Sache nicht an dich, Drool. Die Pose. Das ist doch gerade der Punkt, du Angeber. Ich habe gefragt, wann habe ich heute gelogen? Was habe ich gelogen? Entschuldigung. So unschön. Doch, ich muss ein bisschen hinkommen. Ach so, ich bleibe auch am Kabel, das dazu bewegt. Eine Live-Version ist nicht so schön, wartet mal. Live-Version ist nicht so schön. Dachte doch gerade hell. Ich habe meine Wurstfinger so lange an der Maus wie ich will. Das ist meine Maus, du. Und wahrscheinlich noch eine teurere Maus als deine. Sache geht nicht mehr auf der einen. Lü. Ich habe nicht gesagt, dass ich auf die Hater eingehe. Zumindest nicht heute. Es geht nur um das, was heute läuft. Außerdem, wenn nicht nur Hater da wären, könnte ich auch auf andere Sachen eingehen. Ich gehe auf das ein, was im Chat abgeht. Wie lange streamst du heute? Weiß ich noch nicht. Vielleicht eine Stunde, vielleicht eine halbe Stunde. Eigentlich erwarte ich noch Besuch, aber wenn er nicht kommt, dann bin ich alleine, dann bleibe ich heute da. Dankeschön für die 500 Born. Moment. Das ist mehr, als die meisten Hater von sich behaupten können. Die leben ihr Leben nur wegen mir. Das ist traurig. Ach, das war nur ein Teaser, verdammt. Ja. Ach komm, das ist ein geiles Lied. Alles gut, Rainer. Ja, passt schon. Und selber? Alles im Schritt? Genau. Sieht aus wie passend, dass ich das Schriftzeichen dazu bin. In uns ein Fels und Wald. Jetzt wollte ich sagen Tal. Sag mal Fels und Tal. Keine Ahnung warum. So im Halbschatten finde ich, schaut gut aus. Das ist die perfekte Aussage für mich. Halb im Schatten. Entschuldigung, halt schon. Halb im Schatten, halb im Licht. Die dunkle Seite und die helle Seite des Drachenlord. Und dazwischen die Lust. Entschuldigung. Und wie, Rainer? Was und wie? Das habe ich gerade gesagt. Das geht 2 Sekunden her. Yin Yang Lord. Ey, das gefällt mir sogar. Ich mag ja diese mystischen Sachen. Das ist ein nicer Song. Ein richtig cooler Song. War das gerade Kev? Sah gerade schon komisch aus.
Du hast es zwar falsch geschrieben und willst mich bestimmt damit verarschen. Ironie ist ja mittlerweile meine Stärke. Ich merke gerade, dass meine kurzen Haare noch einen anderen Vorteil haben. Beim Headbangen hier vor der Cam, vor Mick, haue ich nicht dauernd meine langen Haare gegen das Mick. War den ganzen Tag am Stream gewartet, ja, den ganzen Tag am Aufnehmen. Und gestern war ich den ganzen Tag unterwegs. Eine Woche unterwegs, letzte Woche. Donnerstag, Freitag, Samstag, Busterverkauf, Sonntag, Montag auch. Das ist nicht unbedingt der Woche. Wir trinken Blut. Ich trinke euer Blut. Ich trinke euer Blut und das geht. Mir so sehr. Ich fänge sie schlecht aus mit kurzen Haaren. Ist mir scheißegal, wie das aussieht. Ob ich da einen Furz drauf gebe, wie das aussieht. Davon abgesehen. Na, vergiss es. Sag ich lieber nicht. Ich habe immer Angst, dass ich ans Mikro stoße beim Bängen. Ich trinke euer Blut. Ob es da auch eine deutsche Version von dem Lied gibt? Bestimmt, ne? Ich trinke euer Blut. Und ja, ich weiß, dass die nicht singen, ich trinke euer Blut, sondern wir trinken euer Blut. Oh. Aber ich bin alleine im Zimmer. Und ich bin jenseits des Glaubens nicht schizophren. Danke für die 500 Bar. Gut. Gutes Lied. Sehr gutes. Wie war das? Irgendjemand furzt hier. Alter, ich glaube, das sieht noch ein ziemliches Gewitter aus. Oh Mann, so ein Scheiß, so ein Schwachsinn. Wow, seid immer mutig. Was für Luschen sind das gewesen? Typische Luschen eben. Was habe ich jetzt gewollt? Hammerfall.
Hammerfall? Nee, Sabaton. Eines meiner absoluten Lieblingslieder ist Sabaton. Vor allem das blöde Idioten. Wenn ihr vorbeifahren, brauche ich Blut machen. Das Kennzeichen. Leergat. Nee, Leergat, Entschuldigung. Danke für 500 Barre. Bring ich doch gleich noch eine Runde. Noch wegen aufdrehen hier. Dieses Jahr wieder Wacken. Wieder? Ich war vor 6 Jahren auf 7 Jahren auf Wacken. Wieder Wacken? Ich war 6 Jahre nicht auf Wacken oder 7 Jahre. Aber ich habe schon überlegt, Akkreditation und Wacken bleiben soll. Aber ich weiß nicht. Ich eigentlich nichts machen, wo ich jetzt wieder so viele Leute ranlassen kann. Ich möchte eigentlich nur noch meine Videos, hauptsächlich mein Gaming und das war's eigentlich. Wacken ist Mainstream, ist mir scheißegal, ob es Mainstream ist. Wenn er gut ist, spiele ich dieses Jahr, gehe ich da auch hin, wenn ich will. Nicht um das Feste, sondern um die Bits, die ich da anschauen kann. Für einen relativ akzeptablen Preis. Wie lange wollt den noch versuchen, über RBS ragen zu lassen. Der Zug ist schon vor über 2 Jahren abgefahren. Ich kein Metal in deinen Augen, weil du keine Ahnung von Metal hast. Weißt du, ich bin eine Plage für jedes Genre, mag sein, aber du bist gar nichts. Ich bin lieber eine Plage für jedes Genre, als du zu sein, weil du bist nichts. Dankeschön für 1000 Barren. Grazie. Ja, ich soll vielleicht ein neues Lied aussuchen. Nein, nicht das Lied. Das Lied könnte eine schöne Metapher für meinen Sieg sein.
Ja. Machen wir auch. Primo Toya. Du bist aber besiegt. Das ist ja offensichtlich, dass ich besiegt bin. Ich bin so am Boden. Ey, ich kann's gar nicht mehr gehen. Das ist solche Noobs, ey. Ich werde mich mit sowas auch noch triggern. 5 Jahre, mach dir dasselbe. 5 Jahre. Das ist ein neues gefallen. Kannst du bitte grüßen? Alles klar, ich grüße morgen. Ja, dann bin ich offiziell besiegt. Ich hab verloren, ihr habt gewonnen. Die Noobs seid trotzdem. Victoria. Ich gebe hier offiziell bekannt, ich hab verloren und ihr habt gewonnen. Aber die Noobs trotzdem. Wahrscheinlich ist morgen wieder irgendwo ein Video. Er hat aufgegeben, er hat verloren. Wenn er dafür einen riesen Hatten in der Hose hat, bitteschön. Ich war schon immer gerne dafür verantwortlich, dass andere einen Hatten in der Hose haben. Das Geile ist, die Mehrheit wird jetzt wahrscheinlich noch angewidert sein davon. Ich mach das nochmal. Was davon? Ich habe nicht aufgepasst, was ich gemacht habe. Ich habe einfach spontan irgendeinen Blödsinn gemacht. Mach mal so. Da läuft gerade Metal und du sagst, ich soll Techno machen? Ich glaube, es kann, Alter. Naja. Ja, nicht das erste Mal. Außerdem, seit wann lasse ich mir von dem Hater was befehlen? Wo hast du gefrühstückt, Alter? Sonst rufe ich Fat Blue. Mach doch! Mach doch! Angebe. Jahre. Dankeschön. Für 500 Barren. Dass ihr Hater nie begreift, wie Schall funktioniert. Hier ist die Musik lauter, als wenn da draußen jemand vorbeifährt. Was für Noobs müssen wir sein, um das jetzt zu begreifen? Vor allem, ich habe noch nicht einmal volle Lautstärke gemacht. Ich kann auch lauter machen. Machen wir mal den an. Als jetzt 7 Jahre alt, sagte uns, zu der Daten ausgebildet und dass wir nicht mehr nach Hause zurückkehren würden. Das ist ein Angriff. Ich will immer Eingriff sagen. Nicht der. Als normaler junger Sommersprossen und braun im Haar, als Dr. Kevin hält sie dann ein Auge auf mich wach. Zum Spotten 2.0. Achievement ist, der mein Ausbilder war. Und nicht so einen brauchbaren Soldaten.
Rock. Ja, ein Pelican. Und jemand Militärschütze von Reese, gab es weit und breit keine besseren Gewehrschützen als sie. Zum Zuschreiben, so dichter die Knochen um als Breite. Dann haben sich alle überlebt. Drache, sagst du Halo? Fragst du mich jetzt ernsthaft? Pass mal auf! Weißt du, was das hier ist? Weißt du, was das hier ist? Bist du Halo? Ernsthaft, das hier? Das ist der Master Chief Helm, Alter. Das Geile ist, sagst du Halo? Ich glaube, es sagt, ey. Trotz Haube ist noch Staub. Scheiße. Nee, anziehen. Schiff explodiert. Transportiert ich was wie Grave, mein dem Leiter der Flat, einen gemeinsamen Band und geleitet nach dem Bord der heiligen Stadt. Konnte Cortana retten, die Arche an ihrer Seite von nicht an, doch der Impuls hat unser Flaggschiff in zwei Teile gerissen. Und diesen Tag hab ich mich dann in Hyrostase versetzt. Die Tod des Ritter fast vier Jahre, dann hat Cortana mich gewählt. Wir kommen auf jeden Fall meine sogenannten Kurzräder, dein Meter folgten dem Signal der UNSC. Wir dachten, es wird zu Infinity, was ich aber als westliche Wiesn setzt und den Didaktiker Freitas sein Gefängnis. Er fand die Waffe und wollte damit die Erde liquidieren. Doch ich schaffte eine Granate aus seinem Herz.
So, ich wollte jetzt den Stream nur noch zu einem schönen Ende führen, weil der Stream jetzt kurzzeitig wieder einfach weg war. Mein Kumpel ist dann aber auch da und ich möchte jetzt, du bist ekelhaft, deshalb gehen lassen. Für jeden normal, vernünftig, klar denkenden Menschen bist du ekelhaft. Dankeschön. Gut, wie gesagt, ich würde jetzt den Stream aber beenden, weil mein Kumpel jetzt auch da ist und ich jetzt noch ein bisschen was machen muss und mein Auto machen muss und so weiter und so fort. Und hol den, was? Kumpel ins Stream? Garantiert nicht. Und das heißt Kumpel, du bist auch zu dumm zum Schreiben, oder? Wie auch immer. Dann würde ich jetzt sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin und haut rein. Euer Drache. Ciao. Ach ja, und wenn ihr glaubt, ihr könnt mich wirklich besiegen, dann habt ihr keine Ahnung vom Kampf. Du bist ekelhaft. Der sagt mir jemand... Weißt du, du nennst dich schon Hader. Falsch geschrieben, mal abgesehen davon. Und sagst, ich bin ekelhaft. Und benimmst dich aber 10-mal schlimmer als ich. Aber ich bin ekelhaft. Muss man sich mal auf der Zunge...